Ja, mein Hals wird auch ganz trocken. Wartet mal, ich kaufe mir auch erstmal gleich irgendwo ein neues Fläschchen. Ich Wir haben hier bin keinen im Schnapshändler. Erstsemester damals in Beilung. Ach, stell dir doch noch nicht so an, das tut doch noch gar nicht richtig weh. Wartet mal, bis das noch 2, 3 Tage anhält. Dann geht's hier jetzt richtig los. Ich mache mir Was ein wenig macht dieser Sorgen um unsere Dreck? Aufgabe. Ja. Weiß eigentlich irgendjemand, was Irma hat? Aber Also, muss die ich beten? Pest? Oder mir den Kopf abhauen. Beten ist immer gut. Ja, also auf Rettung beten oder für meine Seele, meine ich. Auf Bla ist Bar, das ist immer gut. Sag mal, Wir Carino. haben heute den 14. Pareiner, richtig? Richtig. Das ist nicht gut. Das ist Nein, nein, gar nicht am gut. 12. Doch am 12. sind wir wieder hereingerückt. Das heißt, wir sind am 13. abgerückt. Das ist heute der 14. Ja. Genau. Warte mal, Ömer, wann hat das bei dir angefangen? Ich Gestern, fürchte, das ist ein gestern. ernsthaftes Gestern. Problem. Wie lange brauchen wir bis zur Trollmauer? Knapp eine Woche, wenn wir uns ranhalten, also eher zwei. Ach scheiße, ich dachte, vielleicht können wir in einem Tag hinreiten, nochmal eine schnelle Offensive starten, bevor wir alle von der Krankheit dahin raffen. Ich möchte auch die anderen Pferde untersuchen. Ja, Carino, seht ihr das? Ja. Meinem Die Pferde Pferd sind fehlen krank. hier. Was? Bisschen Was Fell. Das mit Fell. Pferden? Mein Pferd, das sieht doch gut aus. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Oh, sie sind flatschen. Immer, vor allem dein Pferd geht es gar nicht gut. Was hat denn ein Gaul? Ich habe den gut behandelt. Ich habe den sogar noch, nachdem wir den eingestellt haben, gestriegelt. Kurz. Und oh, dann haben den Rest die Jungs hier gemacht. Die Stallburschen. Es ist krank. Genau wie wir. Ja. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Was hat denn das Pferd? Wir müssen auf der Stelle zu einem Pareine geweihten. Sofort. Ich frag mal nach, wo denn der nächste Tempel ist. Aber wenn das so anstrengend ist, sollten wir da nicht eigentlich wegbleiben von anderen Leuten? Es ist unsere heilige Pflicht, der Patient zu evakuieren. Und wenn es uns umbringt. Verdammt. Ich wollte sagen, also die Evakuierung sollte jetzt nicht darunter leiden, weil wir ein bisschen Husten haben. Wir sollten Das nur ist aufpassen, dass wir vielleicht diese gar kein Krankheit nicht Husten. unter den Evakuierten verbreiten. Wenn wir Was ist, wenn eine es das Werk unserer Feinde ist? Krankheit haben, sollten wir keine Rundreisen veranstalten. Im Horasreich ist sowas auch schon mal passiert. Und das halbe Horasreich lag da nieder nach dieser Krankheit. Verzeiht aber mir, aber der schwarze Drache wird nicht warten, bis wir wieder gesund sind. Also, wir müssen hier los. Wenn wir seine Arbeit Vielleicht für ihn muss er gar nicht erledigen. warten. Vielleicht ist dies genau ein Plan der Feinde, dass sie alle, die hier leben, von einer Pest dahinraffen lassen. Na gut, dann gehen wir zu einem Piranha-Geweihten. Okay. Vielleicht könnten wir den Piranha-Geweihten zu uns kommen lassen. Das klingt eher besser. Wo sind denn diese Scheißboten? Ach, das sind Herolde. Schickt doch diese Scheißherolde nach Rabenburg Raben und da ist doch bestimmt so einer, oder nicht? Habe ich die jetzt heute auch noch angesteckt? Oder gestern Abend, als wir da zusammensaßen, ich euch die Geschichte erzählt habe von diesem Ortfriedsstier? Oh mein Gott, jetzt. Na, vielleicht auch. Ach, kein. Immer, ich weiß doch nicht, wie das mit Krankheiten funktioniert. Rafim, euch geht es noch gut? Mein Kopf tut scheiße weh, aber es ist nur so, als hätte 2, 3 Mal jemand dagegen getreten. Aber sonst. Kommt, trinkt hier eine Tasse Tee. Das hilft, dass ihr nicht an euch ansteckt. Ja, Rafim nimmt die Tasse, holt seinen Schlauch raus, macht nochmal einen guten Schuss da rein und äxt das dann weg. Was ist das denn? 12 Tee. Jetzt tun wir mal so, als hätte ich keine Ahnung, was das ist. Ein Tee gemacht aus 12 Blatt. Es hilft davor, Pirine gefällig, sich nicht an Krankheiten anzustecken. Bisschen spät, oder nicht? Bei Answin von Verheim könnt ihr auch sehen, dass seine Augen rot geedert sind, ein bisschen verkrustet, könntet ihr sagen. Hat sich dann in eurer Abwesenheit auch dann drum bemüht, ein paar Pirine-Tempel aufzuspüren und kann euch dann sämtliche Pirine-Tempel nennen, die es in der Patien gibt. Appelhof, gibt es ein Pirine-Tempel. Barken,
in Dergelheim an der Drolenfort, das ist natürlich ziemlich weit, in Grassing, in Hirschweiler. Und schauen wir mal nach, wo hat er noch welche? In Horeth, in Kaiserhain, in Perz, Pulet, Rankara di Retena, Reichsweg und Wurzenwald. Das sind alle Paraine-Tempel, die es hier gibt. Und dort würde euch geholfen werden. Alternativ, naja, sterben. Wir liegen immer von dem nächsten. Ich kenne nur Wurzenwald und das ist ewig ab vom Schuss. Und Randkalieren, das Zwergenkaff halt. Aber das ist ja fast schon in Gareth. Ich habe von diesen Orten noch nie gehört. Ich auch nicht. Herr Rabenmund, welcher ist der nächste? Ja, und so könnt ihr euch über eine Karte beugen und studieren. Dann machen wir wieder weiter. Ihr steht gerade gebeugt über eine Karte von Dapazien, die Answin von Werheim für euch herbeigeholt hat mit den Namen der Ortschaften, die so etwas wie ein Paraine-Tempel haben. Wurzenwald, Reichsweg, Rankara, Leritena, Pulet, Perz, Kaiserhain, Horeth, die Liste ist lang. Aber in der näheren Umgebung fällt euch zumindest nichts auf. Wie geht es weiter? So wie ich das sehe, dann auf unserer eigentlichen Strecke die gütige Mutter wohl sehr abwesend zu sein, was ihre Tempel angeht. Ja, wieso doch Gaugraf, dann schickt halt jemanden dahin, der soll so eine alte holen und dann kommt die hier hin. Oder kommt an unseren nächsten Zielort. Richtig, ich, genau. Ich wollte es gerade sagen, dann sollte diese, ich mache mal Finger Anführungszeichen, alte, uns wohl eher in, ich weiß nicht, zwei Mühlen oder was auch immer davor kommt, aufsammeln, antreffen so. Vielleicht sollten wir etwas uns entsprechend dem Wetter kleiden. Ich habe meine Rüstung doch an. Ich dachte mir an wasserabweisende Kleidung. So große schwarze Umhänge. Ja, das würde mir auch gefallen. Ölhäute etc. Ich schau mal, ob ich sowas besorgen kann. Irma, komm mal mit, du hast doch Ahnung vom Schneidern. Ja, so gewachste Vormannsmäntel kriegt man hier bestimmt. Genau. Ich schaue mich mal um, ob ich große schwarze Umhänge für uns finde. Den guten Balior Wachsmantel. Ja, könnt ihr kaufen, ist aber teuer. Weil Balior Wachs, müsstest du mal nachschlagen, ist aber quasi einzigartig. Gibt es dann eben nur in Balio, die dann besonders vor Wind und Wetter schützen. Aber aufgrund der Nähe zu Weiden könnt ihr das natürlich hier bekommen. Ich würde mir selber erstmal einkaufen. Also 6 Dukaten wird hier vorgeschlagen. Das ist natürlich unglaublich viel Geld, ne? Ja, aber... Ja, ich bin Gaugraf. Ich schaff das schon. Ich bin wichtig. Ich kaufe mir selber ein. Beschlagnahmen die jetzt doch, oder nicht? Wie bitte? Wir müssen die auch beschlagnahmen. Wir sind doch für die göttliche Mission. Ah, 6 Silber. Ja, komm, 6 Silber. Nee, 6 Silber schenke ich denen. Dann kaufe ich für alles Wachsmäntel. Gut, 6x7 beziehungsweise 6x6, dann musst du für die NPCs nicht mitkaufen. Ja, die NPCs sind mir auch herzlich. Ich wollte gerade sagen, gibst du 4 Dukaten rüber und dann passt das. Ja, mach ich. Hier, Ömer, dein Wachsmantel. Oh ja, dankeschön. Ich trete an die anderen Herren heran. Euer hochwohlgeboren Rafim beschenkt seine edlen Freunde gar mit Kleidung, sodass sie sich kleiden mögen gar edel. War das besser, Abelmir? Hervorragend, hervorragend. Ihr lernt. Gut. Würdet ihr es nicht zum Spott tun? Ich wäre sogar beeindruckt. Kennt ich weiß nicht, was ihr meint. Kennt ihr eigentlich die Kindergeschichte, wo ein fexgeweihter Schneider sich einem Kaiser als... Nun ja, er verdingte sich mit einem Kaiser und sollte ein paar Kleidungsstücke nähen, die gar galant sind und strickte ihm dann einen unsichtbaren Umhang. Er lief danach nackt herum. Ah. Ihr meint, er lief mit einem unsichtbaren Umhang bekleidet herum. Sehr fixgefällig. Ja. Und sehr dumm vom König. Ich könnte schauen, ob ich so etwas besorgen kann. Ich kann nichts versprechen, aber was Kleidung angeht, da seid ihr bei mir an der richtigen Adresse. Ich werde daran denken, wenn ich mir nächstes Mal eine entsprechende Hofgarderobe anschaffe. Natürlich, natürlich. Also gut, wie geht es jetzt weiter? Schicken wir einen der Söldner in die Himmelsrichtung, also eine von euren Leibwachen,
Oder reisen wir jetzt zu einem Tempel? Reisen wir jetzt nach Burg Rabenmund? Reisen wir nach Süden? Wie geht es weiter? Wir haben doch diese Herolde. Soll doch einer von den Herolden mit zwei von den Söhnen zu diesem Piraine-Tempel laufen und die soll uns treffen in... Wahnsinn, lass mich mal auf die Karte packen. Ich pack mal mit meinen nassen Fingern mitten auf die Karte. Das kann man ja gar nicht erkennen. Mansfield reibt sich wieder mit seinen Fingern über die Schläfen. Avis. Ah, warte mal, das habe ich ja ganz verwischt und der schreibt mal so mit seinem Daumen so mitten über die Karte. Ja, das wird auch nicht besser. Avisheim, glaube ich. Da sollen die uns treffen. Das liegt auch ungefähr auf dem Weg. Das schafft die, glaube ich, auch. Das sollen wir denen aber Pferde geben. Wollten wir zuerst nicht nach Burg Rabenmund? Richtig. Ja, wir gehen auch nach Burg Rabenmund, aber dieser Herold kann ja dahin laufen, während wir nach Burg Rabenmund gehen. Lassen wir die Leibwachen hier oder nehmen wir die mit? Keine Ahnung, warum sollten wir die hier lassen? Wir sind schnell unterwegs. Aha, macht Sinn. Wie weit ist das bis nach Rabenmund? Burg Rabenmund. Rafim hat die Karte. Rafim legt seine beiden Finger auf die Entfernung, schaut sich dann die Entfernung an, die wir bisher geritten sind. Oh, lass mich grob schätzen. Könnte alles sein zwischen einem Tag und zwei, würde ich sagen, von der Entfernung her. Okay, die Karte ist ganz verwischt, haben wir denn keine andere? Nehmt euren Griffel davon und zeigt das her. Ja, sind doch jeweils zwei Tage bis dahin. Sind doch keine zwei Tage, nein. Sieht aus wie... Ein Flott ist ein halber, denke ich, oder? Achso, wenn wir reiten, ja gut, das macht's natürlich flotter. Ja, dann besorgen wir jetzt hier den Herolden ein Pferd, die sollen da hinreiten, dann soll die Geweihte uns in Avisheim treffen. Das liegt doch auf dem Weg. Hast du das gerade in Anführungsstrichen gesetzt? Ja, so ein bisschen. Er hat's immerhin gesagt, das ist ein Fortschritt. Ich bin damit zufrieden. Wenn wir flink sind, sollten wir am Abend wieder hier sein. Ja. Sei denn, es gibt ungarische Querelen auf Burg Rabenmund. Ach, die sind doch nett. Ich habe schon nur das Beste hier gehört. Haut niemandem, der Answin heißt. Nicht so ungut, Answin. Ich glaube, ich habe mein Pferd Answin genannt. War das ein Fehler? Würde ich so nicht sagen. Es ist doch ein stattliches Pferd. Jalan, könnt ihr den Herren hier fragen, ob er uns Pferde stellt für die Herolde? Ich würde ihn ja selber fragen, aber... Herolde haben Pferde. Ach, die haben Pferde. B-Frage? Mit dem ist sicher, wir haben Herolde mit Pferden angeheuert. Ja, werdet ihr sicherlich getan haben. Und die Leibwachen für die Herolde? Ich meine, das ist... Da werde ich wohl seine Hochgeborenen versuchen, zwei abzutrotzen. Also, es wird allerdings auch sein, dass er die meisten für sich selbst braucht. Gar freundlich von euch. Ja, die Pferde. Fängst du dir eine? Die Pferde werden euch selbstverständlich gestellt, also wird das kurz einmal diskutiert. Und nach 10 Minuten habt ihr zwei Pferde für die Söldner, die dann die Herolde begleiten. Ist dann eigentlich fast egal, woher die Piraine Geweihten kommen, aber wenn ihr die eben mit Pferden schnell losschickt, ohne dann auf weitere Leute zu warten, dann können die sich darum bemühen. Ich guck gerade. Wahrscheinlich kommen die dann aus Grassing oder so. Vielleicht aus Wurzenwald. Also die werden schon irgendwie, werden die rechtzeitig dann bei zwei Mühlen sein oder bei Avisheim. Na gut, dann würde ich vorschlagen, wir brechen zeitig auf. Ja, keine Zeit zu verlieren, los geht's. Auf nach Burg Rabenmund. Ja, auf. Wir sollten langsam aufbrechen. Und tut mir den Gefallen und haltet euch einfach von allen gesunden Leuten fern, ja? Ich bin gesund, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Schaut euch mal nicht so an hier. Ich will nicht, dass Answin es uns in alle Ewigkeiten nachträgt, wenn wir ihn, ich weiß nicht, anstecken oder so. Mit mein Answin ist schon angesteckt. Nicht der andere. Gibt hier einfach zu viele Answins. Bei leichter Schnupfen ist doch nichts Schlimmes. Richtig, stellt euch mal nicht so an. Tob hier, weinerlicher Haufen.
Ja, so könnt ihr euren Weg auf den Pferden doch recht schnell nach Norden fortsetzen. Verlasst dann die Reichsstraße und könnt dann recht bald neben euch ein paar Hügel aufragen sehen und den Rabenmunder Waldforst. Hier gibt es einige Waldbauern und auch Köhler, die ihr erkennen könnt, bis ihr dann an Rabenmund selbst vorbeireitet, ein kleines Dörfchen, was hier liegt, wo euch dann auch gesagt wird, dass es nur noch wenige Meilen bis zur Burg Rabenmund sind. Steuerung F. Vor euch liegt dann die Burg Rabenmund, eine trutzige Festungsanlage, die aus Basaltblöcken gefertigt worden ist. Seit über 370 Jahren befindet sie sich im Besitz der Familie. Als einziger Eingang dient ein 3 Schritt breites Tor, das nur über eine 6 Schritt lange Brücke auf beiden Seiten mit Eisen beschlagenes Eichenholz zu erreichen ist und von einigen Balustraden etwas über 8 Schritt hohen Vorbau umgeben ist, also perfekt zu verteidigen. Den Weg vom Torhauseingang bis zu einem Innenhof könnt ihr dann 2 schwere eiserne Fallgitter zusätzlich erkennen, die dann den Weg versperren. Um die Burg zieht sich ein Graben, fast schon ein See, an dessen Ufer zu beiden Seiten das Ganze schräg abfällt. Ja, ihr könnt dann euch bei den Wachen, die hier vorne stehen, einmal vorstellen. Auch hier erkennt ihr das Wappen der, ja, der Rabenmunds, beziehungsweise dieses jüngeren Hauses. Das, was Answin dem Jüngeren dann vorsteht. Es ist ein Bulle, der Ortfried Stier. Rot. Könnt ihr natürlich erkennen, dadurch, dass ihr jetzt auch die Geschichte zu diesem Ortfried Stier gehört habt. Der Innenhof ist ein kopfsteinpflaster bedeckter Platz. Auf der nördlichen Seite des Hofes könnt ihr dann ja eine Mauer erkennen mit Brunnen, mit Seilwinde, also sehr gut zu verteidigen. Könnt ihr euch ein bisschen umsehen, bis ihr dann ja verschiedenste Leute seht, die hier über diesen Hof gehen, werdet dann natürlich auch angekündigt und eine unhöflich lange Zeit erst einmal weiter im Regen stehen gelassen, während sich dann eurer Pferde gekümmert worden ist. Ihr dürft... Ja, nee, habt ihr nie gesehen. Gut, ja, bis dann ein Diener euch in ebenso eine große Halle bringt, über viele verschiedene Flure, überall Fackeln aufgehängt, Wandteppiche, also deutlich reicher noch einmal als das, was ihr in der anderen Burg vor einem halben Tag gesehen hattet, bis ihr dann, ja, ein paar bekannte Gesichter in einer großen Halle vorfindet. Na, in dieser Halle... Wie ist das mit staatskunsttechnisch? Kann man das irgendwie einordnen, wie lange man da warten gelassen wurde, ob das jetzt sozusagen gerechtfertigt ist oder ob das irgendwie ungerechtfertigt ist? Kannst du gerne mal würfeln, ja, dafür ist es da. Wenn du sowas nachfragst, dann gestatte ich die Prüfung. Ja, das ist mehr so ein Gedanke, den sich immer macht und ja. Mal schauen, ob er da jetzt hier die Situation richtig einschätzt. Ja, so eine halbe Stunde ist unüblich, gerade für sowas wie einen Gaugrafen. Da rennt der Diener einmal schnell von dem einen zum anderen Gebäudekomplex und kündigt das dann an. Dann sollte normalerweise dann der hohe Herr in die Halle eintreten, kann sich dann nochmal wieder so zurechtmachen. Aber dass das wirklich eine halbe Stunde dauert, das ist zu viel. Was ist darauf so eine übliche Antwort? Also was wäre da die übliche Antwort von so einem Standard-Gaugrafen, wenn man den so lange warten lässt als Dings? Also ich meine, das muss ja irgendwie... Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ja, ich weiß, was du meinst. Das kannst du dir natürlich jetzt selbst überlegen, ob du jetzt schnippisch bist und ihn darauf ansprichst. Das ist natürlich dein Recht, dass du ihn auf die Verspätung ansprichst. Oder du lässt es einfach unkommentiert im Raum stehen. Es ist auf jeden Fall eine Beleidigung. Du könntest es auch mit den anderen dann besprechen, während du dann durch die Gänge gehst und von einem Diener geführt wirst. Aber die Zeit dazu hättest du noch. Auch gerade wenn ihr dann noch im Inneren dieses Burghofes steht und dann auch vollgeregnet werdet. Es ist frech. Könntet ihr euch überlegen. Ne? Ihr wollt natürlich was von ihm, aber ihr seid eben auch in, oder er ist auch in der Bringschuld, wenn ihr als Gaugrafen hier auftretet. Seid ihr einem Burggrafen überlegen. Ja, dann würde ich dann immer das natürlich trotzdem ansprechen, auch jetzt hier unterwegs. Glaubt ihr nicht auch, dass wir etwas lange haben warten müssen, die Herren? Man wette mal einen Hintern drauf, dass das Absicht ist. Ist eine große Burg. Natürlich ist das Absicht des Rabenpack hier.
Vermutlich hat er ein Problem damit, dass ihre kaiserliche Majestät uns zum Gaugrafen gemacht hat und nicht, ich weiß nicht, ihn. Ach, ihr tut dem Mann bestimmt Unrecht. Er ist bestimmt ein ganz netter. Ich habe nur Gutes gehört. Und viel Schlechtes. Ja. Schauen wir, wie kooperativ er ist. Ich glaube nicht. Wir brauchen auf jeden Fall seine Unterstützung. Entsprechend sollten wir ihn, denke ich, nicht zu hart angehen. Zumindest nicht, wenn er es nicht überborden lässt. Okay. Soll ich reden? Ich kenne die Rabenmutz ja sehr gut. Aber mir hattet ihr nicht? Da war noch was mit diesem Unterallertissen. Was hat denn jetzt der damit zu tun, mit den Rabenmunds? Isarun knirscht mit den Zähnen. Höre ich da Heiratsglocken? Er sprach mich an. Nun ja, ihr wisst ja, dass ihr... Eine Liebschaft? Abelmir! Nein, dem Unterallertissen? Aber Isarun, was? Das ist ja ekelhaft! Abelmir, also wirklich! Ich muss schon sagen, der Mann hat... Ihr seid ein rechtes Verräterschwein, Abelmir. Der Mann hat vor zwei Wochen erst einen Heiratsantrag gemacht. Und ihr läuft jetzt schon wieder nach? Ich bin geschockt! Eine Unmöglichkeit! Aber ich muss eure Mut applaudieren! Er wollte was von Isarun, nicht von mir, ihr Krampel. Ach so! Wäre mir aber lieber andersrum. Hab ich euch gar missverstanden? Das tut mir aber leid. So sieht ihr aus. Also er sieht nicht so aus! Nun, wir sollten diplomatisch vorgehen. Wir brauchen diesen Menschen. Gut, dass wir unsere Dinge, die wir ganz dringend brauchen und worüber wir nicht verhandeln können, vor diesem Diener besprechen, der dazugehört. Gut gemacht. Der hört natürlich nur halb zu. Ihr habt doch damit angefangen. Nein, habe ich nicht. Ich habe gefragt, ob das nicht etwas unhöflich ist, uns so lange warten zu lassen. Aber okay. Die Antwort ist ja, ist es. Ja, der Diener vor euch öffnet ein zweiflügeliges Portal. Und ihr könnt eine große Halle erkennen. Hier gibt es mehrere Personen, die ihr schon kennt. Teilweise sind sie natürlich auch neu. Und natürlich werdet ihr erst einmal als Eintretende angekündigt. Die Freiherren aus der Baronie Helmenport. Abelmir Morenes, Isarun von Spogelsen, Kiaras Karinor, Ömer ibn Hamil, Rafim ibn Kanava und Jalan Greifenmund. Der Diener schaut dann zu den verschiedenen Anwesenden. Isarun erkennt natürlich auf den allerersten Blick Alvan von Unterallertissen, den Vogt zu Imling. Diesmal allerdings in seiner ritterlichen Rüstung. Nicht ganz so ritterlich wie Jalan. Hier in Dapazien pflegt man dann wohl einen anderen Ritterstil, aber durchaus kämpferisch zu erkennen. Ich möchte zu Protokoll gegeben haben, dass ich nicht in voller Plattenrüstung hereinmarschiert bin. Nein, das ist mir schon klar, aber ihr kennt ihn natürlich in Ritterrüstung. Ne? Also der Alvan von Unterallertissen ist eine andere Art, ein dapatischer Ritter. Eine Magierin aus Gareth von der... sie kommt nicht von der Schwert und Stab, sie kommt von der... Magische Rüstung. Danke, magische Rüstung. Trägt natürlich auch dann das Rabenwunderwappen. Dann gibt es noch eine Edeldame in teilweise sehr merkwürdiger Fantasie, Uniform, Rüstung, ein paar Metallteile, die wohl sie, ja, auf den ersten Blick, sie ist keine Kriegerin, sie ist keine Ritterin, aber sie versucht eben so etwas darzustellen. Einen Burghauptmann zu erkennen an den Wappen, also auch er als Hauptmann zu erkennen an den Litzen. Und Barenhelm von Rabenmund, der kaiserliche Marktvogt, den kennt ihr natürlich schon vom Turnier. Ebenso eine jüngere Person mit Bart, sehr adrett gekleidet, der dann euch auch mit Namen vorgestellt wird. Baronie von Bröckling, Grafschaft Werheim, Fürstentum der Dapazien, der Burggraf Answin der Jüngere von Rabenmund. Es gibt hier keine Tische, an denen man sitzt, und das macht es eben besonders schwer zu erkennen, wer hier wie geachtet ist. Ganz, ganz schwer zu erkennen. Und ja, so tretet ihr in die Halle ein, der Diener verschließt dann das zweiflügige Portal wieder hinter euch. Answin, der Jüngere, kommt mit der ausgestreckten Hand auf euch zu. Travier, zum Gruß. Ich hoffe, ihr musstet nicht allzu lange warten. Ich darf mich vorstellen, Answin, der Jüngere.
reicht euch nacheinander die Hand, wenn ihr das zulasst. Sehr erfreut. Ja, vielen, vielen Dank für euren freundlichen Empfang, Herr Answin von Ramund. Immer ihm Hamil. Habe bereits viel von euch gehört. Nun, seid mir willkommen in der Partien. Ich bin natürlich darüber im Bilde, was ihr hier tut, und ich werde auch wissen, was ihr gleich von mir verlangen mögt. Aber sprecht doch bitte selbst und sagt mir ganz offen heraus, wie ich euch behilflich sein kann, meine Herren, nun ja, Freiherren. Von Helmenport? Sehr wohl, Helmenport. Ich knirsche ein bisschen mit den Zähnen. Ja, Iserun, würfel mal Selbstbeherrschung. Das sollte reichen, wenn wir jetzt da nochmal deine Nachteile aufschlagen, aber das... Oder? Ganz ja, 14? Guck mal, ich kann hier noch 13 reinhauen. Eitelkeit? Hast du sonst noch irgendwas? Ich glaube, es ist nur Arroganz. Arroganz Jähzorn. Aber auch damit wird es geschafft sein. Na gut. Ja, kannst du noch auch wieder neben sie, um ein wenig aufzupassen. Kannst ich stehe da jedenfalls mit versteinertem Gesicht. Answin, der Jüngere, eine Freude, euch kennenzulernen. Euer Vater, und ich schau mal in Richtung von Bernhelm von Ramund, sprach, ja, mir doch egal, wie der Bruder heißt, sprach nur gut von euch. Ein wahrlich guter Kämpfer, muss ich sagen. Er sprach auch gut von euch. Freut mich. Also, wenn verzeiht, ihr schon dass ich leider auf eurer Festivität nicht zu Abend sein konnte. Eigene Vermittlungen haben mich hier in der Partien zurückgehalten. Man nennt es ja nicht umsonst das Rabenland. Und ich lächle mal. Korrekt. Er verbeugt sich ganz leicht, angedeutet. Ich habe gehört, dass eure Drachentöter-Gala ganz famos war und ihr einiges an Sehenswürdigkeiten da hattet. Ja, es war sehr nett. War sehr nett. Das muss ich auch zugeben. Aber wenn ihr ja schon wisst, warum wir hier sind, können wir denn dann auf eure Unterstützung zählen? Das kommt natürlich ganz drauf an, was ihr euch vorstellt als Gaugrafen. Was habt ihr vor? Das ist das Rabenland. Ihr seid der Herr der Raben, wie ich so sagen möchte. Wir fragen, ob ihr das Rabenland evakuiert, weil die Trollmauer durchbrochen wird und dann kommen die ganzen Untoten und dann bringen die alle um und das wäre ziemlich schlecht. Und ob ihr dann eure Grafschaft evakuieren könntet? Ja, genau das will ich. Oder wollen wir? Wollen wir. Genau das wollen wir. Es ist zum Zwecke der Pläne ihrer kaiserlichen Majestät erforderlich, dass ihr eure Untertanen westlich über den Dergel evakuiert. Möchte mein Kamerad damit sagen. Genau. Aber wenn ihr das machen würdet, fänden wir das sehr nett. Würdet ihr das machen? Wenn ich durch meinen werten Herrn Vater richtig informiert worden bin, dann sollte die Schlacht auf dem Mythraelsfeld stattfinden. Ist dies korrekt? Dies ist richtig. Und wenn ich so die kriegerischen Fähigkeiten und auch die Taktik und die Strategie korrekt einschätzen kann. Und da wir eine kaiserliche Hofmagierin in unseren eigenen Reihen wissen, ich vermute, dass wir selbst von diesem Zug nicht behelligt werden, korrekt? Diese Vermutung liegt nahe. Allerdings lässt sich schwer voraussagen, was genau der Rache tut. Und zumindest die südlich liegenden Teile eurer Untergebenen westlich der Dergel in Sicherheit zu bringen, für die wenigen Wochen, die der Gegenschlag in Anspruch nehmen wird, ist sicherlich, der werdet ihr mir zustimmen, gerade für eben jene bessere Wahl. Seid ihr denn als Gaugrafen in der Kriegskunst geschult? Selbstverständlich. Ist euch von der Strategie des Hammer und Amboss gehörig? Ihr gedenkt, der Streitmacht aus dem Osten in den Rücken zu fallen? Genau das habe ich vor. Just zu diesem Zwecke versammle ich seit einiger Zeit eine kleine
Streit macht, möchte ich meinen. Und sammle diese dann von hier aus, um dem Feind in den Rücken zu fallen.